Ja, Mensch, herzlich willkommen zurück beim KGS-TDW-Turnier im Achtelfinale mit der Runde 7, also mit der vorletzten Runde im Achtelfinale des KGS-TDW-Turniers 3.0. Es hat ein wenig länger gedauert, weil diese beiden Paarungen etwas später abgegeben worden sind und ich außerdem etwas noch zu tun hatte. Und diese Schlacht ist hier, wie gesagt, die siebte. Und zwar kämpft der VMS Toki gegen, oder Toki, gegen den Tjark, der freundlicherweise eingesprungen ist aus der Reserve, um den Niklas zu ersetzen, der leider ausgestiegen ist aus Zeit, Mangel und Problemen. So. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was hier die beiden so machen. Wir sehen die Schlacht aus der Sicht des Toki, der hier die Iku-Iki, die kennen wir ja schon, in die Schlacht führen. Und zwar mit, können ja schon mal langsam laufen lassen. Yari Ashigaru, der Iku-Iki, dann hier Kavallerie der Naginata-Kriegermönche nochmal. So wie auf den beiden Seiten ebenfalls. Dann führt er noch in die Schlacht. Okay, ich muss doch mal auf Pause machen, weil sonst wird mir das hier so unübersichtlich. Er führt dann hier noch Naginata-Kriegermönche in die Schlacht. Zweimal, dreimal. Hier nochmal Yari Ashigaru und nochmal Naginata-Kriegermönche und Lundenschloss-Kriegermönche. Also wieder eine Armee. Und hier nochmal Yari Ashigaru. Also eine Armee mal wieder aus Kriegermönchen. Diesmal auch mit Kriegermönch-Kavallerie. Habe ich auch noch nicht im Einsatz gesehen. Oh, guck mal, die zuckeln so hin und her. Und der liebe Tjark führt hier die Date in die Schlacht und besitzt hier Katana-Samurai, Yari-Samurai, Yari-Samurai, Naginata-Samurai und nochmal Katana-Samurai und Bogenkavallerie. Und den General wahrscheinlich hier dann noch ein bisschen Kavallerie und dort ein wenig Kavallerie. Die kann man jetzt bloß noch nicht sehen. Also ich würde jetzt tatsächlich schon von vornherein sagen, der Toki, der könnte tatsächlich große Vorteile haben, weil er eben die Kriegermönche hat und der Tjark eben nur, naja, in Anführungsstrichen nur seine Samurai hier besitzt, die allerdings alle ziemlich gut gewertet sind, alle auf Level 3. Kann natürlich auch schon vom Vorteil sein. Jetzt muss man natürlich noch gucken, was er für Kavallerie ins Schlachtfeld führt, aber wenn das tatsächlich noch einmal so Yari-Kavallerie oder Bogen-Kavallerie ist, dann könnte das ziemlich problematisch werden. Denn die Kriegermönch-Kavallerie schätze ich auch als recht stark ein. Schauen wir mal. So, die Bogen-Kavallerie schießt auf die Naginata-Kriegermönche auf ihren Pferden. Versteckte Einheiten, mein Lord, die uns heimtückisch aus dem Hinterhalt angreifen Oder sollten. hinten sind noch Einheiten aufgetaucht, die ich jetzt leider gerade nicht finde, weil ich falsch geklickt habe. Katana-Samurai. Gegen Kavallerie natürlich nicht gerade das Beste. Und hier auf dieser Flanke kämpft die Kavallerie gegen die Bogenkavallerie. Hat natürlich einiges gelitten, aber die Naginata-Samurai kommen gleich zur Hilfe. Bringt aber nicht viel. Und hier, die Kavallerie läuft einmal außen rum, umschließt hier. Sehr schön. Wird hier leicht von der Yari-Samurai-Einheit angegriffen. Vermutlich. Ja, hier die Bogenkavallerie wird angegriffen. Jetzt geht Tjark in die Offensive und rennt auf die feindliche Infanterie zu. Statt sich hier weiter mit den Kavalleristen zu bekriegen. Noch hat er das Glück, dass sein General noch lebt. Toki zieht seine Reiterscharen hier sehr gut raus. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, wie er das macht. Hier auch. Er hat relativ niedrige Verluste, obwohl er hier tatsächlich auch häufig in die Speerträger reinreitet. Aber ich denke, durch die Kavallerie hat er jetzt schon einen großen Vorteil, weil er sie relativ intelligent einsetzt. Hier hinten sind es noch 40. Hier sind 54, da sind es nochmal knapp 50 und hier hinten auch nochmal 40, die jetzt die Katana-Samurai umschließen und wahrscheinlich auch brechen werden. Die sehen auf jeden Fall nicht mehr so gut aus. Jetzt ist auch der gegnerische General noch tot.
Hier wird die Kavallerie allerdings gerade nicht weggezogen und jetzt eher kritisch weggezogen. Nicht so intelligent. Hätte man vielleicht besser machen können, um ein paar weniger Soldaten zu verlieren. Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Die Lundenschlosskriegermönche haben wahrscheinlich gute Arbeit geleistet gegen die Yari-Samurai. Jetzt kommt es hier zum Handgemenge zwischen den Naginata-Kriegermönchen und den Yari-Samurai. Hier in der Mitte zwischen den Ashigaru und den Naginata-Samurai. Jetzt macht Tiak natürlich den Fehler, alles hier ins Zentrum zu schmeißen. Während Toki ja tatsächlich durchaus gut agiert, auch mit dem Kriegsschrei. Und die feindliche Moral sehr, sehr schnell in den Keller befördert. Hier hinten laufen noch ein paar Yari-Samurai rum, aber die sind jetzt auch gebrochen. Eine, ja, ich würde sagen, fast lupenreine Schlacht, ein fast lupenreiner Sieg hier für den Toki, der hier extrem gut agiert hat. Die Kavallerie hat er sehr, sehr gut eingesetzt und hat seinen Gegner gar nicht so viele Chancen gelassen, um überhaupt kritischen Schaden anzurichten. Das Einzige, was passiert ist, war hier diese relativ blöde Arbeit mit der Kavallerie, die einfach in die Speerträger reinreiten zu lassen, anstelle sie irgendwo anders hin galoppieren zu lassen. Allerdings, das kann man verkraften, wenn man so deutlich gewinnt. Die Infanterie kam ja noch nicht mal richtig ins Gefecht mit den Spezialfähigkeiten. Sehr gut umgegangen. Die Lundenschloss-Kriegermönche auch gut eingesetzt. Tatsächlich mal Lundenschlosser, die auch mal eine Schlacht gewonnen haben und auch dafür gesorgt haben, dass die Moral tatsächlich sehr, sehr doll einbricht. Sehr, sehr schön gemacht, Toki. Willkommen im Viertelfinale. Und wir werden uns alle wiedersehen bei der nächsten und letzten Achtelfinalschlacht. Bis dahin viel Spaß und ciao.